Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Können wir raufklettern? Bitte, bitte, bitte. Ja! Oh Gott, Glück gehabt. Ich dachte schon, wir könnten gar nicht raufklettern und hätten jetzt so ein bisschen die Arschkarte gezogen. Aber wir hatten Glück. Wie viele haben wir denn jetzt? 6 Stück, ja. Bei 10 Stück bekommen wir, glaube ich, was. Im Haus im Kakariko bekommen wir dann was. Ich weiß nicht, ich glaube ab 10 Stück bekommen wir was. Eben, ich bin mir nicht ganz sicher. Och nö. Och nee, scheiße. Die sorry für die, ja, für die Wortwahl. Aber die können unseren Schild kaputt machen. Schnell, schnell. Wir müssen schnell den Schild entfernen, sonst zerbrutzeln die den. Zwar locker. Gut. So. Das meine ich. Jetzt wäre unser schöner Holzschild weg. Und wir hätten einen neuen kaufen müssen. Toll, oder? Ah. Bam. Na, das hättest du nicht gedacht, was? So, ja, hier. Ah, das war jetzt gar nicht mal so dumm von mir. Au. Abhauen! Das will mich töten. Okay, die, ich glaube, die alle werden sauer, wenn wir sie angreifen. Deswegen machen wir nur den hier mal weg, weil er gerade so blöd steht. Ach nee. Das war wirklich nur einer. Lol, ich habe sofort den richtigen erwischt. Cool. So. Und die Tür ist offen. Nix wie weg hier. Ach, da kommen ja die schlimmen Fledermäuse. Die ich alle so gerne habe. Bam. Ach, seht euch mal diese tolle, sicher aussehende Brücke an. Ich habe ja jetzt schon eher Furcht vor der. Vor allem, wenn hier Fledermäuse durch die Gegend fliegen. Gut. Wir sind entkommen. Sehr gut. Wow, wow, wow. Wow. Das war knapp. In diesen schmalen Gängen weiß man nie, was sich hinter der nächsten Ecke befindet. Drücke Z, um immer in die richtige Richtung zu schauen. Praktisch, nicht wahr? Ja, irgendwie schon. Aber wir müssen verdammt aufpassen. Die können uns nämlich richtig schön viel Schaden machen. So, wir brauchen eine Bombe hier. Und die Bombe ist dort hinten. Na, warte mal. Ja gut, wir können das Ding bewegen. Das ist gut. Okay, warte mal. Ein bisschen weiter zurück. So. Und hier ist ein Zwischenraum mit einem Herz. Cool. Aber das ist ja nicht unser eigenes, eigentliches Ziel, sondern das ist hier... Ah ne, weit näher geht gar nicht ran. Okay. Okay. Komm, wir können hier rauf. Gut. Und hier ist gerade eine Truhe. Was ist drin? Kein Geld. Bitte keine Rubine. Ach, natürlich. So viel Glück kann echt nur ich haben, oder? Fail. Okay, super Wurf, muss schon sagen. Sasuke weiß, wie man Sachen richtig wirft und so. Und ein neuer Versuch. Nein, verdammt. Gut, wir müssen es wohl im letzten Moment werfen. Und dann muss es in der Luft explodieren. Das ist wohl das Beste. So. So, jetzt warten wir. Bis sie zurückgehen. Nein, komm! Oh, Mann! Ach, ein Moment zu früh. Ein Moment zu früh. Diesmal schaffe ich's. Diesmal schaffe ich's, Leute. Nein, nein, nein! Oh, ich wollte gar nicht abspringen. Ich wollte im letzten Moment werfen. Ach, ist ja toll. Wie ich bei den einfachsten Sachen es einfach nie hinkriege. Ach, verdammt. Nee, das klappt wirklich nicht. Und wir warten mal wieder. Wann kommt die Bombe? Da ist sie. Yes, Treffer. Geht doch. Ja, gut. Okay, jetzt kommen wir endlich hier durch.
Und das sieht sehr einladend aus, muss schon sagen. Fühle mich gerade wie bei mir zu Hause. Aber das haben wir leicht beiseite geschafft und können so gleich weiter. So, weg hier. Bam. Oh, eine neue Falle. Nett. Och. Och, nicht ihr schon wieder. Ihr wollt noch eine Abreibung. Ja, die könnt ihr gerne haben. Ah, okay. Ich glaube, ich habe hier den falschen Schild. So kann ich nicht kämpfen. Deswegen brauchen wir einen richtigen Schild. Einen richtigen Holzschild. Ich würde gerne raufgehen, danke. Wow, das war knapp. Wow. Ach, dass die da schön in den Ecken warten. Ist ja nett. Na komm her. Hey, spring nicht davon. Du hast bestimmt Angst, stimmt's? Na komm her. Wow. Das war knapp. Bam. Na komm her, Feigling. Absolut keine Wirkung anscheinend. Bam, bam, bam. Und besiegt. Naja, das war ein leichtes. Sie wollten nicht einsehen, dass ich besser bin. Da muss ich ihnen halt noch eine Abreibung verpassen. Oh Gott, ich will da nicht runterfallen. Ach, wir sind jetzt, ach so, das war der vorherige Raum und jetzt sind wir einfach eine Etage höher, ach so. Ach so. Na, kein Wunder, da haben sich wohl ihre Freunde rumgetrieben oder so. Ja, gut. Und zielen und schießen und treffen, yes! Okay, sehr schweres Rätsel, muss schon sagen. Falsch. Ich dachte, er zählt automatisch. So. So ein bisschen hakelig mit dem Gamepad, aber ist leider nicht ganz so stylisch wie auf dem N64-Controller. Da war es natürlich immer noch am besten. Wie denn auch sonst. Und Sprung. Und gut, jetzt sind wir hier und hier ist eine Truhe. Was hier wohl drin ist? Okay, was das Einzige, was ich weiß, ist, dass wir hier auf gar keinen Fall runterfallen dürfen. Sonst müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Yes, Bombentasche. Geil. Jetzt haben wir eigene Bomben bekommen. Ja, und damit 20 Bomben. Hier seht ihr schon, wie sie aussehen. Ah, das ist praktisch. Bomben sind immer was Feines. Dort hinten ist auch gerade ein Weg, aber wir gehen extra zuerst hier durch, weil hier ein Schalter ist. Ein Lift nach ganz oben. Nice. Okay, was steht hier? Der riesige Schädel. Leuchten deine Augen rot. Öffnet sich ein neuer Weg. Ja, ich schätze mal, es dürfte wohl klar sein, dass wir irgendwas mit den Augen machen müssen. Und da gerade so ganz zufällig gerade ein Weg mit so passenden Löchern genau über seinen Augen sind, würde ich sagen, ist es auch relativ klar, was wir tun müssen. Und zwar müssen wir ein paar Bomben fallen lassen. Und zwar genau in die Augen rein. Ziemlich hart, wenn ihr mich fragt. Einfach so Augen. So. Oh, oh, oh. Ach so, wir haben es. Gut. Ich dachte schon, es wäre nicht ganz reingegangen. Ab doch. Ah, perfekt. So, die Augen leuchten rot. Und das Tor öffnet sich. So, aber, weil wir vorhin einen kleinen Weg gesehen haben, den wir auch noch gehen könnten. Wir haben ja jetzt den Weg schon geöffnet, also können wir auch von unten reinkommen, ist ja kein Problem. Gehen wir mal den Weg hier. Wir haben ja jetzt eigene Bomben. So.
So, mal gucken, was hier ist. Ein weiterer Weg. Schauen wir mal, wo es hier lang geht. Ach nö, nur Händler. Das hat sich jetzt aber wirklich nicht gelohnt. Meine Güte, ich will nichts kaufen. Du bietest. Hab Gnade, bla bla bla. Deko-Kerne, nein, danke. So, und was hast du? Wahrscheinlich nichts Besseres. Na, Deko-Nüsse, bäh. Nein. Ich benutze Deko-Nüsse eigentlich fast nie. Ich benutze eher Deko-Kerne zum Schießen. Okay. Boah. Genau über so ein Teil. Boah, das war jetzt mies. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so verläuft. Ja, das war gemein. Das war echt gemein. Aber wir sind immer noch im zweiten Stockwerk und ehrlich gesagt habe ich keine Lust, den ganzen Weg nach unten zu laufen. Deswegen machen wir Folgendes. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, abgerollt. Genial. Genau so, wie mir das gefällt. Wow. So. Dich hätten sind wir auch losgeworden. Und wir machen jetzt mal, würde ich sagen, den Boss. Okay, vorher hier noch so ein paar Räubchen. Ach so, der Boss kommt erst später. Verdammt! Ihr Mistviecher! Ich hasse euch! Das passiert mir echt immer. Ich sag euch, immer. Das ist so schön. Immer bei der ersten Feuerdungeon verliere ich immer schön mein Holzschild. Okay, wir brauchen einen Schalter. Ach, Mann. Mein Holzschild. Du warst so ein guter Freund. Wieso bist du von uns gegangen? Ja gut, dann haben wir immer noch das andere Schild. Es gibt Entschuldigung. Es gibt übrigens auch Monster, die fressen solche hylianischen Schilde. Toll, oder? Und was denkt ihr, ist wohl bei der ersten Dungeon passiert, als ich so einem Vieh begegnet bin? Richtig, es hat mein Schild geklaut. Und ich durfte mir umständlich in Hyrule wieder Neues holen. Nett, oder? Na, komm her. Bam. Okay. Was war denn das hier jetzt nochmal? Okay, wir sind jetzt ganz oben und das bringt uns. Aha. Okay, ja. Aber was genau bringt uns das? Jetzt können wir einfach den Weg hier durchlaufen. Och, nicht schon wieder eine Fee. Och, Mist. Ich würde die ganz gern einsammeln, aber wie bereits gesagt, ich habe ja leider keine Flasche. Ist echt blöd, aber ist leider so. Ah, hier ist so ein Klotz. Gut, gut. Bam. Und du... Oh, jetzt kommen... Jetzt stören uns bestimmt die Fledermäuse. Hab ich recht? Ach, da kommen sie schon. Das war so klar. Bam. So, wir haben es gleich ins Loch verschafft und... Nein, die Fledermaus will zurückkommen und uns töten. Schnell, Schild rausholen. Au, au, du Mistvieh, komm her. Das hast du jetzt verdient. Und wie ihr sehen könnt, geht es hier zum Boss hin. Aber ich würde sagen, das sparen wir uns für den nächsten Part auf. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Part von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wenn wir uns den Boss vorknöpfen, der von Dodongos Höhle. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Part. Ich bin euer Mr. Sasuke 63. Ciao, Leute!